Presents Marvel Comics. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Marvel vs. Capcom Fighting Collection Video. Und ja, wie ihr seht, sind wir nun zu dem Spiel angekommen, für die man sich eigentlich diese Collection geholt hat. Und zwar geht es um eines der besten Versus Games neben Capcom vs. SNK 2. Und zwar ist dieses Spiel vor Capcom vs. SNK 2 rausgekommen. Und zwar ist es halt hier. Dieses Spiel war lange Zeit nicht verfügbar. Für mich ist das ein Dreamcast-Titel. Das habe ich sehr viel auf der Dreamcast gezockt. Das Besondere hier an diesem Spiel ist, es gibt nur leichte und harte Schläge. Sie haben es ein bisschen versimplifiziert. Ja, versus serious. And now, the Furf, ja. Yeah. Dieses Spiel hat wirklich abgefahrenen Style und Jazz. Ruby Heart ist hier neuer Charakter. Sehr viele neue Charaktere sind dabei. Aber wie viele Charaktere hier drin sind. Nur zu meinem Leidwesen. Die Sakura hier ist die schlechteste überhaupt. Also, die ist wirklich nicht gut hier. Boah, dieses Spiel war lange Zeit wirklich nicht verfügbar. Außer auf den Plattformen, wie es war. Es gab mal kurz eine auf PlayStation 2. Joa, und dann machen wir unseren Arcade Run mit. Unfassbar. Man wird es nicht glauben. Jill Valentine. Ich habe etwas ein bisschen trainiert, um meine optimale mein optimales Zeug zu machen. Und wir machen hier Resident Evil Cross Street Fighter Cross Marvel beziehungsweise Marvel. Aber nun können wir endlich dieses Spiel genießen und es ist wirklich cool. Ah, shit. Oh, komm schon. Ja, yeah, das kriegt dich. Mit dem Messer. Oh. Den klappt er weg. Oh, komm schon. Ah! Ich weiß gar nicht mehr, wie Cammy hier ist. Der Aufgeladene. Oh, komm schon. Anti-Air! I'm a member of Stars. Das ist so cool! Das ist so cool! Ich kann hier Jill Valentine spielen in einem Fighting Game. Ich meine, ja, sie war auch in MVC 3.
Aber da war es die DLC. Ich habe damals nur Vanilla MVC 3 gehabt. Und hier habe ich sie nur gespielt. Ja, die war so cool hier. Oh shit, stimmt. Schade! Hier! Yeah. Weg mit der Shit! War schon mal gehört? Iron Man! Wow! Ja, das ist gut. Bam, aufgeladen. Boah, chill noch mit langen Haaren, ey, Leute. Aus Riese 1. Master of Unlocking, Alter. Kloppt die alle hier kaputt. Ja, an sich, wie gesagt, es ist nicht die optimalste Weise, klar. Aber ich meine, Psylocke hat einen guten Anti-Air. Sakura hat einen... ja, dieses Tango hat Drucken hier. Fuck. Der Zombie, Baby! Alter, was willst du denn, Mega Man? Ach, der ist zu klein, scheiße! Oh, der war... Oh, komm schon. Komm schon. Ja, finished, Alter. So, wollen wir mal den nächsten Kampf Sakura mal benutzen? Ah! Oh.
Schuma Goraf, das ist schon. Aber durch dieses Spiel habe ich gerade, wo ich jetzt auch im Training ein bisschen länger verbracht habe, wieder Gefallen gefunden an diesem Spiel. Ich meine, dieses Simplifizierte ist schon geil. Ist schon mega geil. Well designed. Oh, roll. Komm schon. Sakura! Evil Sakura, baby! Jaco Hadoken, Alter! Evil Sakura gibt's nur in diesem Spiel, kostet 4 Bars, damit man sie da verwandelt. Aber ich versuche mal nächstes Mal Shongoku no Satz. Oh, Storm Ryu und der eine aus Star Gladiator. Ich weiß nicht, wie gut er ist, aber ich habe nicht unbedingt die Interesse gehabt, ihn zu spielen. Der Soundtrack kickt auch in. Blade Beam? So, komm schon! Kostet 3, okay. Shogoku no Satz! Sakura! Aber die ist wirklich nicht gut hier. Viele ihrer Specials connecten fast nicht. Da musst du dir schon echt was ausdenken. Genauso wie bei Psylocke. Das hätte man auch besser machen können.
Aber ich habe meistens immer Jill und Sakura genommen. Klar, Sakura, weil Fan. Aber hey, Jill Valentine, ah, auch Psylocke. Und War Machine. Oh, das ist ein bisschen zu hoch. Oh, shit, ey. Wegsnipen die. Komm schon! Trinke oder Dokken? Yep. Die alte Sakura noch. Haut die alte Sprecherin noch. Diese astronomischen Zahlen, ey. Das ist schon ein bisschen... Aber ey, kein Wunder, warum dieses Spiel so gut eingeschlagen hat, weil die Playability ist auch absolut geil. Oh ja, die Mucke. Kick, Alter. Oh, geil. Der war überall gut.
Yo. Ihre Dienstwaffe? Ich weiß gar nicht mehr, ob Jill schießen konnte. Da bin ich... Ah ja, jetzt kommt der Final Boss. Dann wollen wir mal gucken. Wie der nochmal war, du. Ach komm, Alter. Komm schon! Da opfer ich lieber Sakura. So, jetzt geht's ja weiter, das weiß ich noch. Ist mir doch egal, Alter. Alter, gab's noch eine Farbe? Meine ich doch. Scheiße, da gab's noch eine. Nein! Ah, der ist wieder abgehauen, ey! Junge! Come on! Oh, und schon wieder ist er abgehauen, ja. Schenke war Dokken! Thanks for playing Marvel vs. Capcom 2. Okay, der Endboss. Der hat drei Phasen. Aber der ist so bildschirmgroß. Ah, die Artworks. Super. Mega geil. Ich meine, ihr seht das ja auch am Thumbnail. Da habe ich ja auch die. Artworks hier rein gemacht. Die Artworks von Marvel's Capcom 2 sind auch mega geil. Ist deswegen auch unter anderem deswegen auch mega beliebt. Das hat viele inspiriert damals. Ich weiß noch, wo ich da zur Schule gegangen bin, da haben viele sich inspiriert gefühlt zu zeichnen. Wunderschöne Artworks sind das.
Wie gesagt, das Design ist auch mega cool. Juggernaut und Jin. Ja, das war, wie gesagt, Marvel's Capcom 2, das ist wirklich ein schönes Spaßspiel. Ah ja, Morrigan und Spidey. Ja, Gambit, Capcom, America, Strider, Venom und Hulk. Oh, Wolverine und der aus Stargladiator, Magneto und Akuma. Ah ja, Ruby Heart und Cable. Speziell für dieses Game hergestellt. 2000, Alter. Ja, meine Damen und Herren, das wäre mit dem Arcade Run. Mit dem ultimativen Crossover-Team. Resident Evil, Street Fighter und X-Men bzw. Marvel. Ja, meine Damen und Herren, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen da und kommentiert fleißig und ja, wenn euch nicht nur mein Fighting Stage bzw. Marvel Cross Capcom Games gefallen, dann hinterlasst doch ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würde sagen, ich bin die Kay, das ist Game Stage 5 und wir sehen uns wieder, wenn es heißt Marvel vs. Capcom 2 mit dem Team X-Men. Bye bye! Versus Capcom 2, New Age of Heroes.